Servus und grüßt euch, herzlich willkommen bei AJ Barbecue, der Allgäu-Griller. Herzlich willkommen bei mir, beim Andi. Ich will euch heute mal ein paar leckere Steaks zubereiten, aber nicht irgendwie. Ja, genau, ihr seht es hier schon, wir machen sie nicht auf dem Kugelgrill oder auf dem Oberhitzegrill, nein. Wir grillen sie A auf dem Anzündkamin und B, jetzt haltet euch fest, in meinem Pizza-Pellets-Outdoor-Ofen, dem Uni 3. Boah, da musst du ja schon studiert haben, um das aussprechen zu können. Pizza-Pellets-Outdoor-Ofen. Cooles Teil. Im letzten Urlaub habe ich mir mal rucki-zucki schnell ein irisches Roastbeef besorgt. Vielmehr ein Roastbeef vom irischen Rind natürlich. Das schneide ich mir jetzt etwa 2 Finger dick auf. Dann nehme ich aber die Finger von meiner Frau her, meine dicken Wurstfinger. Das wäre dann wahrscheinlich zu viel des Guten. Und dann braucht man nur noch ein gutes Steakgewürz. Da habe ich das von Jack Daniels hergenommen. Ja, und schon können wir den Grillplatz anfliegen. Also wenn ihr Bock auf Steak habt, auf gute Kruste, auf schönes Branding, bleibt dran. Bis gleich. Am Grillplatz angekommen, habe ich mir natürlich jetzt erstmal alles hergerichtet. Da seht ihr meinen Kugelgrill und auch den Pizza Pellets Outdoor Ofen. Ich finde dieses Wort immer noch faszinierend. Der Anzündkamin, der ist jetzt fast voll, weil auch dort wollen wir heute ein richtiges Höllenfeuer machen. Die Anzünder sind gestartet, der Kamin drauf und nach ein paar Sekunden fängt es auch schon das Qualmen an. Ach, Anzündkamin, das ist auch so ein Thema, gell? Da sollte ich mir fast einmal einen neuen kaufen. Naja, gleichzeitig würde ich mir jetzt den Pelletsofen starten. Dafür gebe ich 2 Schäufelchen von den Pellets, das sind Kirschpellets heute, die ich verwende, in die Brennkammer, die ich mir hinten rausgenommen habe. Lege mir den gleichen Anzünder oben drauf, zünd das an und steck die Brennkammer wieder in den Pelletsofen zurück. Der Uni 3 hat ein Anzündloch. Das Anzündloch ist bei mir bloß leider auf der falschen Seite. Deswegen muss ich die Pellets aus dem Ofen rausnehmen und zerstarten. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Also es ginge einfacher auch. Jetzt brauchen wir nur noch den Gussrost auf den Anzündkamin drauflegen, dass der mit hochheizen kann. Dann warten wir 15 bis 20 Minuten, bis die Temperatur erreicht ist, bis das Höllenfeuer ausbrochen ist. Und jetzt können wir das erste Steak auflegen. Das Steak, oder alle Steaks heute, sind nicht vorbehandelt. Also ich habe sie weder mariniert, noch gewürzt, noch mit Öl eingestrichen. Die sind wirklich das pure, rohe Fleisch. Jetzt lasse ich das Ganze 3 Minuten pro Seite auf dem Anzündkamin. Und nach den ersten 3 Minuten schauen wir uns das Ganze jetzt einfach einmal an. Schaut das nicht schön aus, ne? Ein Branding von so einem Gussrost macht schon was her. Und ich muss sagen, diese Methode auf dem Anzündkamin zu grillen, für Leute, die sich mit Grillen nicht so beschäftigen, ist das schon was Spektakuläres. Also wenn ihr mal Besuch habt, ich glaube, denen fällt schon die Kinnlade nach unten. Dieses Feuerspiel vom Anzündkamin und dem Steak, das hat schon was. Nach insgesamt 6 Minuten, also wie gesagt, 3 pro Seite, nehme ich das Ganze jetzt einmal runter. Und ich muss sagen, optisch schaut das schon richtig schön aus. Jetzt haben wir es aufgeschnitten. Und dann schauen wir uns mal gemeinsam den Garpunkt an. Also ich würde sagen, das Ganze ist jetzt medium rare. Muss man mögen, aber es kann was. Ne? Also auf dem Anzündkamin ist eine Alternative. Die Pfanne ist vorgeheizt. Jetzt machen wir das gleiche im Uni Pizza Pellet Ofen. Ihr hört es, also wie gesagt, vorgeheizt. Ab in dieses wunderschöne Feuerspiel vom Uni. Das muss ich echt sagen, dieses Flammenspiel, wo dieser Pizza Pellets Outdoor Ofen bringt. Dieses Wort macht mich fertig, ist der Wahnsinn. Damit wir einen ordentlichen Vergleich haben, lasse ich da jetzt auch 3 Minuten pro Seite drin. Die ersten 3 Minuten sind rum, ich nehme das Ganze raus. Jetzt seht ihr schön, wie das Steak schon die ersten Röstaromen, die erste Kruste gebildet hat. Und vor allem seht ihr, was mir sehr gut gefällt, das Steak schwimmt im eigenen Fett. Finde ich toll, gibt ein richtig schönes Aroma. Ja, ab damit würde ich sagen, zu den zweiten 3 Minuten rein damit in den Pizza Pellets Outdoor Ofen. Im Vergleich zu den Oberhitzegrills, die ja 800 Grad erreichen, ist der Uni 3 mit seinen angegebenen 500 Grad schwächer. Aber ich glaube, die reichen und ich glaube seit heute auch, dass er die erreicht. Ich muss jetzt echt einmal gucken, dass ich die Möglichkeit kriege, das zu messen. Schaut euch einmal diese wunderschöne Kruste an, die dieser Pizzaofen auf dieses Steak gezaubert hat. Wahnsinn! Er kann natürlich kein Branding, ist klar, er hat ja keinen Rost innen drin. Aber mir persönlich schmeckt die Kruste eh besser, da sind noch mehr Röstaromen dran. Und jetzt schaut euch einmal diesen Garpunkt an. Ist das nicht der Wahnsinn? Die Steaks waren gleich lang in der Hitze, muss man echt sagen. Die waren gleich lang drin und bei diesem Steak habe ich nochmal die Kerntemperatur gemessen, die liegt bei 58 Grad, also oberer Medium-Bereich, für mich eine absolute Punktlandung. Jetzt kommt da nochmal noch ein leckeres Steakgewürz drauf, da habe ich, wie vorher erwähnt, das von Jack Daniels hergenommen, mag ich sehr gern. Und dann wird probiert. Davor aber noch mein Fazit, Steak geht natürlich auf jedem Grill, das geht auch in der Pfanne oder Sous Vide. Steak geht einfach immer und überall und kann lecker sein, aber
wenn ihr Besuch habt auf dem Anzündkamin, das schaut echt geil aus. Die Leute lassen mit Sicherheit die Klappe fallen, wenn ihr auf dem Anzündkamin das Steak macht. Geschmacklich, muss ich sagen, war es für meinen Geschmack im Pizzaofen besser. Durch diese tolle Kruste, die da entstanden ist, durch dieses eigene Fett, in dem das Steak geschwommen ist. Aber das ist ja wie alles andere der Geschmackssache. So, mein Vergleich ist zu Ende. Ich bin froh, dass ich den nochmal machen konnte. Ihr wisst, was zu tun ist. Teilt das Video, das dürft ihr selbstverständlich teilen. Neue Abonnenten wären schön. Würde ich mich freuen, wenn neue Abonnenten dazu kämen. Daumen hoch natürlich, super. Und jetzt hätte ich gesagt, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt AJ Barbecue, der Allgäu-Griller. Ciao, pfiat's euch. Habe die Ehre. Servus. Ade.